Herzlich willkommen, meine lieben Freunde der gepflegten Mario Kart Wii-Unterhaltung. So, heute sparen wir uns mal den ganzen Einführungsquatsch, wo ich erst in das Menü reingehen muss und so weiter. Stattdessen zeige ich euch jetzt zuerst einmal einen Geist, der mir vor geraumer Zeit, mittlerweile vielleicht schon 2 Monaten oder so, mal zugeschickt wurde. Wieder mal von WK Jack. Er sei an dieser Stelle gegrüßt. Und er zeigt uns hier auf Marios Piste, was momentan dort irgendwie Stand der Dinge ist. Vielleicht gibt es momentan auch noch einen ganz anderen Stand der Dinge oder so. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls wurde irgendwie durch irgendeinen ganz schlauen Menschen oder so herausgefunden, dass man auf Marios Piste auch unglaublich gut glitschen kann. So ein bisschen zumindest. Und wie das Ganze funktioniert, das zeigt uns jetzt der gute Jack. Ja, für den Moment ist das alles nochmal ganz normal, so wie man Marios Piste vielleicht fährt. Er ist mit Torpid und Funky unterwegs. So, und jetzt geht's los. Er stellt sich also hier rechts neben den Baum, er nimmt ein bisschen Anlauf, er zündet seine Pilze und springt dann irgendwie da so drüber. Dann zündet er noch einen Pilz, dann ist er hier, dann ditcht er da an und dann ist er schon in Runde 2. Ja, und dann geht's weiter. So, okay, er hat prinzipiell also jetzt, weiß ich nicht, eine halbe Runde gespart oder so, könnte man das so sagen. Dementsprechend ist auch die Zeit. Also als ich zuerst gehört habe, dass hier auf Marios Piste geglitscht wurde, habe ich schon mit schlimmeren Dingen gerechnet in dem Sinne, sagen wir mal so. Da habe ich schon gedacht, okay, wie willst du jetzt bitteschön vor allem diesen Kurs hier so, keine Ahnung, in unter 30 Sekunden oder so vielleicht fahren? Aber das, was jetzt, ja gut, über den Berg, da kann man vielleicht drauf kommen, tatsächlich, wenn man zu viel Langeweile hat oder so, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das eine Entwicklung, die dieses Spiel nimmt. Der weiß man nicht mehr, was man darüber denken soll, gewissermaßen. Vor allem ich weiß es nicht, nein. Aber es ist okay, ja. Es gibt jedenfalls diese Möglichkeit und wir haben es jetzt an der Stelle auch mal gesehen. Vor allem ich habe es an der Stelle jetzt mal gesehen und freue mich sehr darüber, dass mir WK Jack eben diesen Geist hier geschickt hat. So, und jetzt werde ich in ein anderes Menü stolpern und da sehen wir uns dann gleich wieder. Also bis gleich. So, und da bin ich jetzt auch schon im Online-Modus quasi gesehen drin. Das heißt, ich habe euch genau 20 Sekunden von diesem Menügeklicke hier mehr oder weniger erspart. Das ist egal. So, normalerweise würde ich natürlich liebend gerne mit einigen Leuten von euch da draußen spielen. Das Problem an der Sache ist nur, war nicht so richtig geplant, dass ich Mario Kart jetzt an diesem Wochenende zocke. Die Eingebung kam mir mehr so vor ungefähr 10, 15 Minuten mehr oder weniger, als ich meine Donkey Kong-Aufnahme beendet habe und dann festgestellt habe, Mensch, irgendwie könntest du ja noch was anderes aufnehmen. Und mit Italian Wars hatte ich jetzt spontan keine Lust. Die Wii war aber angeschlossen. Also was bleibt noch übrig? Klar, Mario Kart. Gut, okay. Und ich glaube, heute machen wir mal was ganz total Verrücktes und so. Wir spielen mal Continental. Wir machen ganz normal Versus-Rennen und so weiter und so fort. Aber ich will das Ganze jetzt mal ein bisschen klassisch angehen tatsächlich. Ich nehme Mario. Und das Medi-Kart. Ich habe da jetzt irgendwie total Bock drauf, mal wieder mit dem Kart zu fahren. Ich habe keine Ahnung, was ich damit online jetzt tatsächlich reißen werde, aber entweder es wird jetzt gut oder es wird nicht gut. Weiß ich nicht genau. Mit 9600 Punkten wird das jetzt vielleicht ein bisschen noobig aussehen, wie ich da durch die Gegend gucke, aber ist okay. Muss so sein. Keine Ahnung. Also, Sarah, Pierre, ja, die ganzen Franzosen und Niederländer, ja, das ist schön. Noch mehr Franzosen. Gebt mir alle Franzosen dieser Welt. Ich will gegen alle fahren. Ist klar. Na gut, okay. Ich würde sagen, das Gewarte sparen wir uns jetzt an der Stelle einfach mal und wir springen dann gleich wieder ins Rennen. Und so möge das Gegurke nun beginnen auf Warios Goldmine. Juhu! Ich glaube, ich habe da auch gleich den richtigen Raum erwischt, mehr oder weniger. Also, wow. Da scheinen auch totale Vollprofis hier unterwegs zu sein, mehr oder weniger. Deswegen bin ich hier total gut aufgehoben, glaube ich. So, Mensch, das ist ja, das steuert sich ja mal wieder total seltsam, gewissermaßen. Aber so hat es angefangen, mein Gott. Das ist irgendwie das Schöne. Der Gedanke kam jetzt irgendwie spontan, tatsächlich. Mach mal wieder Mario Kart und dann mach mal wirklich Mario Kart, gewissermaßen. Ja, verdammt. Ja. Und das ist irgendwie, es hat was. Es hat auf eine gewisse Art und Weise was Nostalgisches. Allein wenn ich jetzt schon die Auspuffrohre vom Kart sehe. Also es hat so, damit hat doch alles angefangen damals. Wir waren doch alle damals total noobig unterwegs, so zumindest den ersten Tag lang. Also ich zumindest, noch mit Kart und so. Bis man halt den 50 Kubikzentimeter Cup dann durchgespielt hatte und sich dann alles weitere hier nicht mehr antun musste tatsächlich. Das finde ich sehr schön, dass der da konsequent irgendwie nach vorne fährt und nicht auf mich wartet. So, und mit Goldpilz kommen wir jetzt vielleicht auch mal wieder ein kleines bisschen nach vorne. Und dann kann ich mal so Attacke starten. Dab, 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 dab. Attacke auf die Leutchen dort vorne, die irgendwie dort vorne wären, theoretisch jetzt aber zum Teil hinter mir sind. Aber irgendwie ist doch noch einer vorne und den können wir jetzt ein ganz klein bisschen aufs Korn nehmen, vielleicht. Man muss die. Wow. Das war jetzt knapp. Wäre jetzt fast runtergefallen. Wow, an das Driftverhalten von dem Kart muss man sich wirklich erstmal wieder gewöhnen. Wieder übermäßig viele Wolken im Rennen, wollte ich sagen. Im Land, ja.
Es sind ganz schön viele Wolken im Land. Der Regen ist sehr bewölkt. Der Himmel, ja. Scheiße. Juhu. Hering wollte aufnehmen, ganz spontan und so. Ja, ist bestimmt eine total tolle Idee und so, wenn man das einfach mal macht, ja. Aber ich find's faszinierend, dass ich jetzt einfach mal so auf Platz 1 herumgurke. Ja, mit dem Medikard und mit Mario und so. Wie gesagt, das ist Mario Kart. Das sind die Basics. Und ich glaube, das ist irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise das Erfrischende jetzt tatsächlich, was mich so ein ganz klein bisschen motiviert, mich tatsächlich wieder vor die Konsole zu setzen und dann so ein paar kleine süße Mario Kart Videos zu machen und so, weil mir ist so andeutungsweise, wow, mir ist so andeutungsweise zu Ohren gekommen. Verdammt! Nein, 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 nein. Macht das Sinn irgendwie mit dem Kart? Ich glaube, ja, es geht schneller, als ob wenn ich, als ob ich, also ich darf nicht auf den Blitzstart, ich sollte den Mini-Turbo nicht zünden mit dem Kart. Ich glaube, das macht keinen wirklichen Sinn, deswegen lassen wir das an der Stelle. Kann man aber auch machen. So sehr unterscheiden sich Kart und Bike ja an der Stelle überhaupt mal gar nicht. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal so, vielleicht verschafft mir das die entscheidenden Meter tatsächlich, mit denen ich jetzt tatsächlich auch gewinnen kann. Ja, das war doch jetzt nicht mal so verkehrt. Ich glaube, das war gut. Ich habe gewonnen. Oh yeah, Mario Wien. Super Mario Brothers, wee. Und so weiter und so fort. Nee, das ist wirklich, ja, das ist mal wieder eine schöne Idee gewesen. Und ja, es ist mir zu Ohren gekommen, dass manche Leute da draußen wohl irgendwie ganz scharf auf weitere Mario Kart Videos von mir waren. Und das ist eigentlich auch so vielleicht mit ein Grund, warum ich jetzt tatsächlich wieder so ein bisschen Bock bekommen habe, halt dieses Spiel zu machen. Weil ich meine, im Endeffekt, ja, ich habe die Möglichkeit, diese Videos zu machen. Also mache ich sie jetzt halt gerade einfach mal so ein bisschen, ja. Wäre natürlich auch schön, wenn mir nicht die Spieler weglaufen würden. Wir sind jetzt noch zu dritt hier im Raum, aber okay. Sonst suchen wir gleich einen neuen Raum. Ist kein Problem. Ja, ja, ja. Erik fährt jetzt erstmal ein bisschen brumm, 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 brumm. Wobei das auch so ein kleines bisschen Nachteil von Mario Kart tatsächlich ist. Denn wenn man mal so eine Stunde, also für einen LP halt. Weil wenn man mal so eine Stunde Mario Kart spielt, aber dann natürlich konsequent die... Wir sind noch zu zweit im Raum, oder? Kann das sein? Nee, doch, immer noch zu dritt. Wenn man dann eine Stunde Mario Kart spielt und, ja, dann als LP ja konsequent die Ladepausen rausschneidet. Verdammt, verdammt, verdammt. Dann, wow. Ja, zum Glück können die hier alle nicht fahren. Das ist ja wunderbar. Aber so ein Pech aber auch, dass wir hier einen Biker dabei haben, der weiß, wie er den Wheelie benutzen muss. Aber zum Glück weiß ich, wie ich den Doppelturbo benutzen muss. Lalalala. Ja, ich mache mir ja die Mühe, immer die Ladesequenzen rauszuschneiden tatsächlich. Und wenn man dann eben eine Stunde aufnimmt, dann hat man im Endeffekt nur eine Dreiviertelstunde Mario Kart und das sind bei mir dann eben drei Videos. Das ist halt immer ein bisschen doof tatsächlich. Also deswegen, ich könnte am Wochenende eigentlich gar nicht, außer ich hätte extrem viel Bock auf Mario Kart, aber davon abgesehen, ich könnte am Wochenende gar nicht für eine ganze Woche vorproduzieren in dem Sinne, weil, aber gut, okay. Ich muss auch nicht für jeden Tag in der Woche Mario Kart Videos produzieren, weil, ne, guckt doch sowieso keiner. Doch, es gucken tausende Leute, das ist das Problem. Aber tausende Leute kommen sogar fast hin, ja. Das kann ich ja nicht bei jedem Video tatsächlich auf meinem Kanal sagen, aber Mario Kart kommt also sogar fast hin. Aber gut, okay, ist egal, ist an der Stelle. Als ob ich auf Zuschauerzahlen, als ob ich auf Zuschauerzahlen schielen würde, genau, sowas in der Art. Weil, wenn ich das tatsächlich machen würde, dann, ups. Jetzt überholt der mich noch oder nicht? Oder ich weiß nicht genau, was er gemacht hat. Er ist auf einer Bananenschale ausgerutscht oder so? Kann das sein? So, was soll das überhaupt heißen? Ion-Bonbon oder ist das ein kleines L? Lon-Bonbon. Ich weiß nicht genau. Und Pierre W67. Die freuen sich alle. Ich freue mich auch. Nächstes Rennen. Ja, das ist doch meine schöne Kartstrecke. Spiegel. Na gut, okay. Aber nichtsdestotrotz N64 Marios Rennpiste. Oh ja, N64 Teil. Ich hatte sowieso mal die Überlegung, Wörter komisch zu betonen ist sehr schön und so. Nichtsdestotrotz, ich hatte mal die Überlegung, ob ich nicht... Jetzt schießt er. Schießt er nicht? Schießt er doch? Er schießt nicht. Egal. Lalalala. Ich hatte mal die Überlegung, vielleicht mal den ein oder anderen alten Mario Kart Teil herauszukramen. Einfach nur so, weil's... Wow! Weil es bestimmt Spaß macht. Der hatte mich jetzt... nicht gut. Ich wollte doch ganz kurz, aber ist egal. So, ja, mal gucken. Wegen alten Mario Kart-Teilen und so. Ob ich da vielleicht mal... Damit ich mal so einen gewissen Vergleich ziehen kann. Ich hatte jetzt schon verdammt lange keinen anderen Mario Kart-Teil mehr gespielt. Weil sich die Gelegenheit einfach nicht angeboten hat. Nö. Für die Virtual Console besitze ich ja keinen Mario Kart-Teil. Da gibt's ja mittlerweile, gibt's auch Super Mario Kart mittlerweile für die Virtual Console? Ich glaube schon, oder? Das hatte Nintendo doch irgendwann vor geraumer Zeit mal so nachgeholt. Quatsch. Na, der N64-Teil Mario Kart 64, den
gibt's ja schon seit einer ganzen Weile. Was dieses komische Bonbon dort macht, das weiß ich nicht genau, aber es ist sehr seltsam. Und was ich hier mache, das verstehe ich nicht so richtig. Das ist auch sehr seltsam. Aber gut, die Wolke ist ja irgendwie ganz nett. Der kann irgendwie nicht mit seinen Pilzen umgehen, das sehr schade ist gewissermaßen. Und der komische Bikefahrer dort vorne, der hätte schon zigmal die Gelegenheit haben können, gewissermaßen davon zu fahren, aber er fährt einfach nicht davon. Irgendwas, was ist das für ein komischer Raum? Überall Franzosen und so, ja, ja, ist typisch. Franzosen können nicht fahren. Doch, ist seltsam, aber es gibt ganz tolle französische Clans, also gab es zumindest mal. Aber ja, das Blöde ist, ich weiß nicht genau, momentan ich... was Clan-Szene und so angeht, aber ich bin ja nicht auf dem Laufenden. Ist für den Moment. Aber eigentlich auch fast egal. Ja, Pilze. Pilze sind gut. Oh, Pilze sind perfekt. Pilze sind ja gewissermaßen wow. So, jetzt muss ich nur ein bisschen gucken, damit ich mich vor diesem komischen Bonbon dort verteidigen kann. Ja, dann machen wir einfach mal so. Wow. Wow, 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 wow. Ich liebe die Kartsteuerung irgendwie. Es macht schon extrem Spaß, so um die Kurven zu sliden. Das ist was ganz anderes als mit dem Motorrad. Nein! Ach, ihr Penner. Ihr seid doch echt Penner. Ach, Mann. Jetzt kommt der blaue Panzer zu mir zurück, ey. Boah. Ah, sowas liebe ich. Natürlich. Ja, ihr seid ganz herrlich, Leute. Ganz herrlich, wirklich. Nee, 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 nee. Okay, das sei euch vergönnt. Aber beim nächsten Rennen, ne, da wird das anders. In erster Linie würde ich aber auch eigentlich ganz gerne nur mal die alten Mario Kart Teile spielen, weil mich so, ja, also vor allem die 3D Mario Kart Teile, sprich eigentlich nur ab dem N64 Teil, ja, also als ob es so viele Mario Kart Teile gäbe, davon abgesehen. Irgendwie hatte ich das mit den Beschleunigern, aber ach so, weil andersrum. Wow, 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 wow. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Moment. Beziehungsweise muss ich mich erstmal dran gewöhnen jetzt, wie das mit dem Kart direkt funktioniert. Aber prinzipiell, ja, das geht, das muss gehen. Also ich bitte euch, ich bin diesen Kurs schon rückwärts gefahren, sprich nur mit Rückspiegel. Also von daher müsste das doch vorwärts erst recht gut klappen. Dup, 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 dup. Ist doch nur ein bisschen so machen und ein bisschen so. Und die anderen Leute können glücklicherweise diesen Kurs nicht fahren, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, das wird einfach. Okay, la 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 la. Ja, den N64-Teil würde ich ganz gerne mal... Wow, 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 wow. Würde ich einfach ganz gerne mal ausprobieren, weil ich da nochmal wissen will, wie die Steuerung... Das ist schön, dass er alles nach vorne ballert. Weil ich da einfach wissen will, wie die Steuerung damals nochmal ging, so richtig. Ich will dafür nochmal ein Feeling bekommen, gewissermaßen. Und... Double Dash würde ich auch ganz gerne nochmal ausprobieren, weil da kann ich mich eigentlich auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Seltsam, oder? Ich meine, man hat diese Spiele monatelang, wochenlang, naja, doch, monatelang gewissermaßen, ganz lange gespielt und so und ganz ausgiebig und so und das war, wow, das war knapp. Aber man erinnert sich trotzdem nicht mehr so richtig dran, bis man dann selber wieder den Controller in der Hand hat und dann eben wieder an dieses Gefühl von damals so ein ganz klein bisschen erinnert wird. Was beim, wow, N64-Teil aber sowieso nochmal ein bisschen schwieriger ist in dem Sinne, weil versucht da mal noch einen vernünftigen Controller tatsächlich zu finden, der eben noch nicht ausgeleiert ist von Mario Party und Co. Aber gut, okay. Ich weiß, Nintendo hat diese Spieleserie Mario Party damals absichtlich erfunden, damit sie alle N64-Controller auf der Welt nochmal so richtig schön zerstören können. Anders kann ich mir das nicht erklären, aber diese Firma muss irgendwie einen Hass gegen den eigenen Controller gehabt haben. Ich kann es mir, aber es ist sehr seltsam gewissermaßen. Naja. Ich besaß jedenfalls mal vier N64-Controller, also drei Originale und einer von Dritthersteller. Der Dritthersteller-Controller hat irgendwann den Geist aufgegeben, aus Gründen, die mir nicht bekannt sind. Vermutlich weil, keine Ahnung, vielleicht ein Wackelkontakt oder irgendwie sowas, ich weiß nicht genau. Es wäre jedenfalls noch da, also, wenn sie ein findiger Bastler findet, nein. Aber okay, würde mich ja schon irgendwie interessieren, warum er nicht mehr funktioniert hat. Weil eigentlich der Dritthersteller-Controller war echt gut, der war auch ein bisschen größer. Was für meine Hände ein bisschen angenehmer war tatsächlich. Also ich habe gerne mit dem Controller gespielt. Davon abgesehen, ansonsten natürlich noch der Original Graue, der halt dem N64 beilag. Den besitze ich noch. Der natürlich schon am meisten ja, gelitten hat in dem Sinne. Dann habe ich noch einen roten Controller. Das war mein zweiter Controller, den ich damals hatte. Der war auch noch... Ja, also ich glaube, der ist noch okay an sich so ein bisschen. Und dann hätte ich eben noch einen schwarzen Controller, der mit dem ich sehr lange und intensiv gespielt habe. Er müsste aber trotzdem noch so ziemlich der beste sein, den ich habe. Ja, aber wie gesagt, danach wird's mau. Gibt es noch Original N64-Controller, also so richtig original verpackt? Ich glaube ja nicht wirklich dran, aber wäre mal interessant zu wissen. Gut, okay. Ja, da wurde ich ja schon so ein bisschen vorgeführt. Ich weiß es nicht genau. Kann man das so nennen?
Es war trotzdem noch okay, oder? Wie ich mich jetzt hier so angestellt habe. Also ich finde ja schon, aber hätte besser sein können. Naja, Regenbogenboulevard fährt man ja auch nicht jeden Tag mit dem Kart, ganz ehrlich. Nee, 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 nee. Mittlerweile ja nur noch Motorräder, Motorräder, Brumm, Brumm, Bike, ja. Wir sind alle Bike-Fanatiker, weil der Hering es gesagt hat. Ja, in seinem Let's Play. Mit dem Bike geht alles viel besser, ist klar. Nee, aber wie gesagt, wenn man mal tatsächlich das Glück hat, so eine richtig schöne Kartrunde zu machen, das ist auch auf eine gewisse Art und Weise lohnenswert, finde ich. Ja. Kann man so festhalten. So, Blätterwald. Was mir auch gerade so in den Sinn gekommen ist, dadurch, dass das Spiel jetzt immer schon extrem lange draußen ist, auf dem Markt gewissermaßen, und wir es alle es extrem lange gespielt haben gewissermaßen, also das alle und die meisten. Ich weiß, dass einige Leute sich das Spiel gekauft haben, weil sie mein Let's Play geguckt haben. Weiß ich ein ganz klein bisschen. Nein, ich find's schön. Nintendo wird's noch schöner gefunden haben, davon abgesehen. Aber nichtsdestotrotz, ja, wir haben es ja doch irgendwie, wow, alle relativ lange und ausgiebig mittlerweile gespielt. Und ich glaube, das ist auf eine gewisse Art und Weise auch ein bisschen fatal, beziehungsweise schade, weil jetzt, es ist halt dieses Gefühl, was man damals irgendwie hatte, als wow, das Spiel eben noch relativ neu war und so. Das stellt sich eben nicht mehr so hundertprozentig ein. Jetzt mittlerweile ist das alles mehr oder weniger alltäglich, was wir hier machen. Lässt er irgendwas fallen? Ja, lässt nichts fallen. Ich glaube, er ist ein versierter Kartfahrer, würde ich sagen. Es hat zumindest was, wie er fährt. Vielleicht fahre ich auch einfach nur schlecht oder so, ich weiß es nicht. Aber momentan macht das irgendwie, es macht schon Spaß, so gegen ihn anzutreten. Ja. Okay, da hatte er also was. Aber ich habe hier auch noch was, was ich ihm gleich. Ja, okay, die Abkürzung genommen, aber hat länger gebraucht. Ist er bestimmt irgendwo hängen geblieben oder so. Ja, jetzt hatte er natürlich das Problem, dass ich meinen roten Panzer noch hatte. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich die Kurve nicht richtig erwischt habe. Das hätte böse ins Auge gehen können. Au, 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 Pilz, 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 Pilz. Ja, und grüner Panzer irgendwie hinten dran kleben lassen am Fahrzeug, am Kart, am whatever. Funktioniert übrigens, indem man den Item-Knopf gedrückt hält. Soll ja immer noch Leute geben, die mich irgendwie danach fragen. Aber ist okay. Ja. Man kann ja solche Fragen einfach mal stellen und so, ne? Zu einem wow. Okay, der. Ja, gut. Das war jetzt meine eigene Schuld. Ich hätte verlangsamen müssen. Weil das hätte ich vorausahnen müssen, gewissermaßen, dass das nicht gut gehen kann. So vom Abstand her. Aber okay. Was soll's an der Stelle? Lalalala. So. Ist kein Problem. Ich krieg die beiden trotzdem, ich krieg die beiden trotzdem, ich krieg die beiden trotzdem. Ich fahre alle da oben lang, ich weiß nicht genau warum. Ja. Okay, ist prinzipiell ja auch schneller. Prinzipiell halt, aber. Es wird aber wirklich schneller. Wenn sie es richtig erwischen. Verdammt. Ja, Moment. So, okay. Wir schicken jetzt einfach mal pro forma einen roten nach vorne los. Okay, den hätten wir damit schon mal erledigt. So, jetzt müssen wir ja eigentlich nur noch. Verdammt! Verdammt! Ach Mann, ich hätte den einen erwischt, weil er, aber er hat nicht, aber er hat doch, er hat gewissermaßen. Aber jetzt muss ich selber gucken, wo ich bleibe. Oh. Nein, 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 nein. Nein! Wolke, Schneisner, Schneisner, Schneisner. Ich kann natürlich. Oh. Ich kann natürlich. Ich kann. Nein! Und dann fährt er auch noch wo rein. Ich krieg mich nicht mehr ein. Nein, 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 nein. Dumme Leute, die nicht fahren können. Die nicht fahren können, die den Hering deswegen ärgern, weil sie nicht fahren können. La 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 la. Treffe ich ihn noch? Ich habe ihn getroffen. Oh Gott sei Dank. Platz 2. Yes! So kann man sich auch mal über einen zweiten Platz freuen. Ja. Gehört auch etwas ein bisschen dazu, oder? Dass man sich in so einem Spiel auch mal über einen zweiten oder dritten Platz noch freuen kann. Auch wenn nur 4 Leute im Raum sind. Oh, jetzt sind wir auf einmal 10 Leute. Okay, alles klar. Nächstes Rennen.